soll es auf dem Überlandpark oben, die Hausung, was soll es dort oben geben? Was wäre so der Wunsch? Sicher Grünfläche, Erholungszonen, Naherholungszonen, vor allem für die Gebiete, die rundherum nachher bebaut werden, neu bebaut werden, für die vielen Bewohner rundherum. Ganz einfach Wohnungen. Bei Perk haben wir genug in Oerlikon und Schwammendingen. Die Natur hat es genug rundherum. Es fehlt an Wohnungen und an günstigen Wohnungen. Also ich würde gerne dort Wiesen und Bäume drauf sehen. Was würdest du da oben machen? Spazieren, aufs Bänkchen sitzen, sünneln. Ja, also denke mir, wenn es um einen Park geht, ist es ein Freizeitpark, der für alle zugänglich ist. Und ich denke mir nicht, dass man dort, oder dass man es irgendwie so macht für eine Grillstelle oder so, wirklich für die Bevölkerung, wo der Park zugänglich ist. Also ich persönlich, wenn ich dort etwas machen könnte, würde ich glaube einen Kräutergarten pflanzen mit vielen Schmetterlingsblumen. Das wäre natürlich also schon eine gute Vision, wenn wir alle könnten dort oben selber gärtnern könnten und so ein lässiges Restaurant haben, wo man so ein bisschen sein kann und mit den Sachen, die man dort pflanzen kann, dann auch könnte vielleicht sogar noch konsumieren. Also ich finde, es sollte abwechslungsreich sein. Abwechslungsreiche Bepflanzung mit Moorbeet, Kiesbelag, Spielplatz. Das kann vom Springbrunnen sein, das Feld zum Beispiel, Schwammendingen. Für Kinder sowieso eine Rutschbahn. So Trampolins und so. Europa-Park! Mit Velos so fahren und so. Fußballplatz. Kielbis, aber dass es dort jeden Tag bleibt. Ja, so vielleicht Yugi und so. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Begegnungszonen gibt, vor allem auch für Jugendliche, um ein bisschen seich machen. Ja, es wäre cool, wenn es bei Spielplatz gibt, irgendetwas und vielleicht noch eine Achterbahn oder so. Ja, so ein Pool oder so. Ein kleiner Pool oder ein Beachvolleyfeld. Und ich würde mir einen Park mit Bänken wünschen, viele Bäume und so. Einfach so, dass man ein bisschen sitzen und arbeiten kann, wenn es schön Wetter ist und so. Also ich werde dann wahrscheinlich, bis das kommt, schon in einem gestandenen Alter sein. Ich hoffe, ich habe dann noch keinen Stock. Aber es wäre sehr nahe von mir daheim, um dort ein bisschen spazieren. Weil ich bin nämlich nicht so ein Spazierfan. Aber wenn es so nahe ist, dann würde ich mich wahrscheinlich sogar überwinden, um dort auf meinen Morgenspaziergang zu machen. Und vielleicht ein Käferli nehmen dort oben. Hat es vielleicht irgendeinen kleinen Kiosk, wo man ein bisschen an der Sonne sitzen kann und vielleicht Zeitung dort lesen, statt daheim im Garten. Weil vielleicht treffe ich dann noch den einen oder den anderen aus dem Quartier. Das würde mir gefallen. Also ich denke, es muss sicher so sein, dass die Bevölkerung gut dort rauf kann, dass man das anschauen kann, dass man das als Naherholungsgebiet auch nutzen kann. Er kommt jetzt nicht ganz so wie geplant. Vorher haben wir gedacht, man bekommt die Rampe rechts und links und dann oben an die Fläche. Jetzt wird es rechtwinklig, das hat seine Gründe. Ich denke, da sollte nicht jeder mitreden. Das, was jetzt geplant ist, mit Aufgängen, ein bisschen Kunst und Bau. Und dann oben an Grünfläche. Es ist nicht mehr ganz so ringzugänglich wie geplant. Aber es bleibt natürlich ein bisschen in Trennung. Aber es ist nicht mehr die Autobahn mit dem Gestank und dem Lärm, sondern oben drauf kann man spazieren. Es muss grün werden. Was auf jeden Fall muss her, bei jedem Park, sind wir wieder beim Abfall. Papierkörbe. Pissoirs, also einfach Stellen, wo man sich den natürlichen Bedürfnissen entledigen kann. Ist das alles? Ich denke, das ist schon mal wichtig, weil die meisten Plätze in Zürich haben das nicht. Und wenn man etwas neu baut, sollte man das schon im Vorfeld einberechnen, also einplanen. Ja. Also ich habe ja mal ketzerisch gesagt, als Pferdeliebhaber, man könnte hier oben den Veloweg verbieten und eine Pferderennbahn drauf machen. Spass beiseite. Wie das aussehen wird, wird ein architektonischer Knacknuss sein, was dort möglich ist. Ich bin kein Ingenieur, von Statik verstehe ich nichts. Aber es gibt natürlich verschiedene Ansichten, wie das könnte aussehen. Links und rechts eine Wand, wie die begrünt ist. Wir lassen uns überraschen. Wir haben ja noch einige Jahre vor uns, bis es überhaupt so weit ist. Dass es nicht so lange geht, wie es eigentlich geplant war. Dass es ein bisschen schneller kommt. Möglichst klein ausgeführt wird. In der Planung weiss man, ist in der Planung drin, aber es geht ein bisschen lang, die Planung. Bis die Ausführung da ist, würde man wünschen, dass es ein bisschen schneller geht. Aber ich weiss, dass es nicht so einfach ist. Aber es gibt sicher einen grünen Park, wo man spazieren kann und mit Spielplatz und mit Bänkchen und vielleicht gibt es einen Kiosk oder ein kleines Beizchen, das weiss man noch nicht. Aber
Also ich stelle es mir ganz toll vor, was da kommt. Ich jetzt als von meiner Person her, ich würde vor allem Ruhe suchen, Erholung suchen, aber ich denke, auch Kurven sollten können drin rumfräsen, es müsste grün haben. Ja, ich denke, der Mix, da soll ein Quartier mitreden können, dass man den Mix anbringt. Was soll es auf dem Überlandpark geben?